Calcio Berlin, Wahlkampf, Gude und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Politikformat. Mein Name ist Nico Heimer und die Genossin, N, ist dann, so ist es richtig? Ja. Levin Sohn und Güte sind am Start. Gude. Ist es richtig? Genossinnen, ja, so wäre es richtig gewesen. Ja. Moin, moin, ich freue mich immer über Wahlkampf, weil immer, wenn du sagst Politikformat, da kann ich nochmal mein abgebrochenes Politikstudium ausleben. Hast du etwas, was du gerne heute einfließen lassen würdest aus deinem Studium? Ein Knowledge, das du kicken möchtest. Das Demokratieverständnis von Martin Kind. Ja. Wie sah das aus im Detail? Das hat er nicht so ganz gesagt. Er hat nur gesagt, er hat ein anderes. Ja. Das war das zweite, nach zwei Minuten der Sendung, also hat er gesagt, ich habe ein anderes Demokratieverständnis. Also alles. Ich sage euch nicht welches, aber ich sage nur eins, meins ist anders. Ja. Das war das andere Politikformat, in dem wir diese Woche zu Gast waren. Genau, ihr wart gemeinsam bei Hart aber fair zu Gast. Ja, aber es gab einige Installationen, Kunstwerke, die das Ganze aufgearbeitet haben. Ja. Ich sah dich unter anderem eingearbeitet auf ein französische Revolution-Gemälde mit dem Fanvertreter. Da stand dir sehr gut. Dankeschön. Ich habe es gar nicht gesehen, aber mein Favorit war Markus Babbel, bevor und nachdem er gelernt auf jeden hat, Fall. Dass gar nicht bei den Mitgliedern abgestimmt wurde. Wir sind euch natürlich die Erklärung schuldig, warum Mia hier sitzt. Wir haben Mia ja immer sehr, sehr gerne, aber das heißt ja auch, dass einer von uns nicht dabei ist. Und Kollege Krüger weilt in Thailand. Er ist der Meinung, dass die Thai-Liga im Kommen ist und will da jetzt früh drauf sein. Ja. Früh drauf sein, früh scouten, hat gesagt, mein großer Lebenstraum ist es, die schärfsten Salate der Welt zu essen. Ja. Und dafür nehme ich mir jetzt Zeit. Dafür gehe ich jetzt in Urlaub. Gestern hat er uns ein Video geschickt, da war er der Meinung, er habe Erling Thailand gefunden. Oh. War er wirklich? Muss man so sagen. Tatsächlich war er gestern Fußball schauen, hat uns da ein Video von einem Stürmer geschickt mit der Frage, einer für uns. Ja. Mal gucken, ob es einer für uns ist. Für euch ist heute die Frage, was ist die dümmste rote Karte der Bundesliga-Geschichte? Endlich mal wieder eine negative Folge. Endlich wieder negativ, wir lieben das. Du hast schon richtigerweise gesagt im Vorfeld, das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ja, total. Also dumm kann ja alles heißen. Dumm kann dumm vom Schiri, dumm vom Spieler. Stimmt. Alles Mögliche. Deshalb war ich auch, ich habe dir ja, als du mir das Thema geschrieben hast, dachte ich erst so, ah geil, weil ich negative Themen im Zweifel auch meistens alle lieben die. Einfach amüsanter finde. Aber dann, als ich mir so überlegt habe, ja, was war denn eigentlich die dümmste, fiel es mir tatsächlich schwer, irgendwie mich tatsächlich zu entscheiden. Ich habe auch am Ende eine Liste eingereicht, wo ich mit allen fein gewesen wäre. Wahrscheinlich sogar das zweite und dritte lustiger hätte erzählen können, aber ich einfach meinen Pick der so Wille, dämlich finde. Der Wille zu gewinnen hat überwogen. Es gibt ja auch einige sehr, sehr dumme Aktionen der Bundesliga-Geschichte, wo leider die rote Karte erst dann danach kam oder eine Sperre, eben keine rote Karte, sondern eine Sperre. Also Norbert Meyer. Genau, Norbert Meyer. Ist so jemand, der, wenn er rot gesehen hätte, dafür wahrscheinlich walk away with das war mein erster Gedanke. Den Preis easy holen würde. Dann hättet aber ihr es wieder so machen müssen wie bei Ribéry. Genau, aussperren. Ohne Norbert Meyer, ja. Er ist auch immer bei uns. Der deutsche Ribéry, Norbert Meyer. Bekanntlich, ja. Komm, wir gehen mal ran an diese Kügelchen hier. Ich habe meine schon hier liegen, die nehme ich direkt mal. Greif mal zu mir. Ich habe nur keinen Bock, wieder die Eins zu sein. Das war jetzt ein paar Mal. Die Eins hat die Mia gerade gezogen. Wenn das stimmt, machen wir neue Lose. Ich habe die Eins. Ich habe wieder die Eins. Also ich habe die Drei. Mittlerweile kaputte Eins, wo ich das erahnen muss, aber es ist eine Eins. Das habe ich mir jetzt fast gedacht. Zweieinhalb, zwei, drei Viertel. Okay. Ich habe heute einen in Teilen autobiografischen Case vorbereitet. Oh. Ja. Oh, okay. Ja, dann ohne lang vertun, oder? Man nennt das auch Confessional Poetry. Bist du soweit ready? Ich bin gespannt. Mhm. Confessional Poetry. Stoppst du? Ja, mach ich. Ich bin ja ein Kind der Poetry Slams. Das bist du, das weiß man. War ich ja. Ich war ja ein Slammer. Ich hab's gesehen. Zeig mal dein. So wird mein Buch immer heißen. Ja, ich war Slammer. Ja, ich war ein Slammer, oder? Ja, ich war ein Slammer. Ja, ich war ein Slammer. Ja. Ich der Slammer. Ich der auch Slammer, gut. Ja. Oder so, es gibt ja so Mensch, Niklas oder irgendwie so. Slammer, Niklas, Mensch, Slammer. In erster Linie bin ich Slammer. Okay. Niklas, bist du bereit zu slammen? Ja, ich bin bereit zu slammen. Dann sage ich 3, 2, 1, let's slam. An einem Sommertag vor vielen, vielen Jahren lag meine Mutter auf einer Liege im Garten und sonnte sich. Ich war ebenfalls im Garten und kickte meinen Fußball etwas uninspiriert durch die Gegend, bis ich auf die Idee kam, ich könnte ja versuchen, den Ball so knapp wie möglich über meine Mutter hinwegzuschießen. Aus etwa 20 Metern nahm ich Anlauf, schob meinen linken Fuß unter die Kugel und sah der eingeschlagenen Flugbahn mit Schrecken nach. Der Ball kann nicht lang unterwegs gewesen sein, aber gefühlt war es lang genug, um den Gedanken zu fassen, scheiße, der schlägt voll ein. Und genau das tat er auch. Insofern kann ich mir zumindest vorstellen, wie sich Vedat Ibisevic am 16. März 2019 gefühlt haben muss. Der damalige Hertha-Stürmer schleuderte den Ball in Richtung Roman Bürki und sah dabei zu, wie der BVB-Keeper sich mit dem Kopf in die Flugbahn beugte.
Volltreffer. Ibišević war der Schrecken und die Reue sofort anzusehen, genauso wie wenige Sekunden später das blanke Entsetzen über die Entscheidung des Schiedsrichters. Rot. Genau wie ich muss er sicher beteuert haben, dass es keine Absicht war. Genau wie mir hat ihm das alles nichts geholfen. Er kassierte die dümmste rote Karte der Bundesliga-Geschichte. Krasse Punktlandung. Kann man nicht anders sagen. Man sagt ja, man muss etwas tausendmal gemacht haben, bevor man Meister daran ist. Deswegen habe ich den Case auch tausendmal probiert vorher. Bestimmt. Ich genau einmal. Aber, One Take Wonder. Krass, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ja. Ja. Später dazu. Wer ist die zwei? Ich bin die zwei. Okay, komm, du bist der Uhrmann. Ja, ich bin der Uhrmann, Michael Uhrmann, deutscher Skispringer. Und ich sage Mia, bist du ready? Ich bin immer ready. Dann gilt auch für dich 3, 2, 1, let's slam. Fehler eingestehen, das kann der DFB eher nicht so gut. Bis heute pocht man zum Beispiel darauf, ist ja die richtige Entscheidung gewesen, es mit Jogi Löw bis zur EM21 auszuhalten oder eine Amazon-Doku in Katar zu drehen. Wenn der Verband mal etwas zurücknimmt, dann nur, weil sich wirklich eine Vollkatastrophe geleistet wurde. Wie Oliver Bierhoffs Hashtag die Mannschaftspsychose zum Beispiel. Oder wieder Platzverweis gegen Freiburgs Nils Petersen am 31. März 2018. In der 64. Minute im Duell mit Schalke 04 wurde Petersen mit Gelb bestraft. Wofür? Fürs Meckern natürlich. In der 67. Minute, nur 3 Zeigerumdrehungen später, wurde er wieder verwarnt. Wofür diesmal? Na klar, fürs Meckern. Die Folge ist eigentlich klar. Rote Karte, runter vom Feld. Blöd nur, dass Petersen die erste Gelbe gar nicht mitbekommen hatte, weil er mit dem Rücken zu Schiri Tobias Stieler gestanden und dieser ihn zwar auf die Schulter getippt hatte, aber offensichtlich nicht hart genug. Dämlicher als in 3 Minuten für doppeltes Gemecker vom Platz zu fliegen ist nur, es nicht einmal mitzubekommen. Das wusste auch der DFB, der die Sperre im Nachgang aufhob. Mehr Beweis gibt es eigentlich nicht. Die dümmste rote Karte der Bundesliga-Geschichte bleibt der Platzverweis gegen Petersen. Auch gut. Auch alright, gut. Alright. Ja. Jetzt muss jemand anderes, der Uhrmann. Oder die also Uhrmann. Ich bin Uhrmann. Du hast ja da offen. Ich hatte die Uhr offen. Bist du auch ready? Ja. Okay. Duos in dir sehe ich. Dann sage ich 3, 2, 1, go. Wir schreiben den letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 73-74. 90 Minuten, 90. Minute. Für Schalkes Erwin Krämer geht es nur noch darum, dieses aussichtslose Spiel zu beenden, um dann mit der deutschen Nationalmannschaft in die Vorbereitung für die WM 74 zu gehen. Krämer ist wichtig für die spätere Weltmeistermannschaft. Beim EM-Titel 72 hatte er sowohl Halbfinale als auch Finale über 90 Minuten bestritten. Schalke kriegt an diesem Tag in Kaiserslautern ordentlich Backenfutter. Und das Spiel steht unmittelbar vor dem Abpfiff 4-0 für den FCK. Der Betze bebt und Erwin Krämer auch. Mit hochrotem Kopf brüllt der Schiedsrichter Max Klause an: Halt das Maul, du blöde Sau. Dieser dreht sich ein wenig weg, klopft auf sein imaginäres Hörgerät und fragt danach in aller Ruhe, ob er das wohl richtig verstanden habe. Letzter Augenblick sich zurückzunehmen und stattdessen sagt Krämer: Taub bist du also auch noch, du blöde Sau. Krämer fliegt folgerichtig mit der dümmsten roten Karte der Bundesliga-Geschichte vom Feld. Er wird nicht nur nicht Weltmeister 74, denn der DFB ist so empört, dass er ihn gleich nie wieder zur Nationalmannschaft einlädt. What the fuck? Er hat seinen WM-Titel potenziellen verspielt, weil er blöde Sau zum Schiri gesagt hat. Das ist, ich hab das auch auf der, also es ist auch Teil meiner Einreichung gewesen, dass mit diesem WM-Titel hatte ich gar nicht mehr so. Ja, das macht es nämlich besonders saftig. Wie gesagt, 72 und da war ja die EM auch noch in einem anderen Format, aber da in beiden Spielen über die volle Zeit gegangen. Snaps? Und, ach so, sorry. Und sein Trainer hat danach gesagt: Jo, der versucht seit Wochen vom Platz zu fliegen, dieser Vollidiot. Der beschimpft jeden Schiri. Jetzt hat er endlich jemanden gefunden, der keine Angst vor ihm hat. Aber warum? Hat er mal gesagt, warum? War der jetzt zornig? War der einfach gerade schlecht drauf? Ja, er hat auf jeden Fall inzwischen einen hohen deutschen Orden bekommen für seine sozialen Verdienste um die Bundesrepublik. Also es war nicht alles schlecht, was Erwin Krämers gemacht hat. Also er war ein Mann mit zwei Gesichtern, mit vielen Gesichtern. Ja. Weil ich hätte eigentlich gesagt, das wäre auch mein Gegenargument, mein primäres, vielleicht bleibt es das trotzdem, aber es ist abgeschwächt gewesen gegen diesen Case, dass ich finde, wer das sagt erstens, dann die Chance gegeben kriegt, das zurückzunehmen und es trotzdem sagt, der handelt irgendwie bewusst. Dann will er es wirklich. Der will das wirklich. Nicht mehr ganz so dumm. Und wie dumm ist es dann, das ist wenn halt, das. Ist es da nicht, sind wir jetzt bei Semantik. Da sind wir jetzt dabei, dass wir gleich 20 Minuten darüber diskutieren. Ja, aber ist das nicht besonders dumm? Ist das nicht besonders dumm, wenn du sehenden Auges reinläufst, du kriegst die Warnung nochmal und gehst nochmal weiter? Das ist für mich die Definition von dumm. Aber wenn er wirklich will. Er will also es halt. Naja, er wollte es ja nicht. Also er wollte es ja anscheinend schon. Ja, der Trainer war halt kochen wütend auf ihn danach. Ne? Ich glaube nicht, dass er eine rote Karte sehen wollte, aus dem WM-Kader rausfliegen wollte. Und, Einspruch, Spekulation. Ja, gut, genauso wie dass er es wirklich wollte als Spekulation. In der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Vom Trainer. Ja. Also der Trainer kann ja nicht entscheiden, was er will. Ich weise diese Unterstellung. Ja. Snaps erstmal, Snaps, bevor wir Snaps, Snaps, ja, komm. Wir hatten es eben schon kurz angedeutet im Vorgespräch. Guerrero
Ja, gegen Ulreich, ja. Gegen ja. Ulreich, fantastisch. Fantastisch natürlich auch das Vorstellungsvideo von Sven Ulreich, als er dann zum HSV gewechselt ist, wo er so zur Eckfahne gelaufen ist und sich kurz ans Bein gegriffen hat. So war, ach, ich bin nicht nachtragend. Das war, das Schöne an der Dummheit dieser Karte ist, und da übrigens, da würde dann fast dasselbe Argument laufen, er hat ja 35 Meter Anlauf ungefähr, Guerrero. Also er hat Zeit, auch alle Zeit der Welt. Was er dann eigentlich macht gerade, ja, war, genau. War bei mir auf der 2, dann... Was wurde aus Guerreros Flaschenwurf? Er hat Strafe bezahlt. Aber das war aber nach, keine rote, ne? Das war ja nicht während des Spiels. Also du hättest ihn dafür nicht vom Platz stellen können. Dann Abraham, der Streich. Ja, Streich, ja. Aber die ist, da steht das Bild hinter den Kartons. War nicht dumm in meinen Augen. Ach so. Ja, genau, hol es mal rein. Hier. Wenn wir schon mal eine der dümmsten roten Karten der Bundesliga-Geschichte in Bildform haben, dann müssen wir das ja auch ausnutzen, hier von den Freunden von Hand of God. Und ich finde auch, es hat sich absolut für den Gesichtsausdruck von Christian Streich gelohnt. Und bis heute gilt, in meinen Augen, der lehnt sich da rein. Er macht auch einen Heimschritt. Natürlich, der lehnt sich da rein. Der will er muss den auch nicht fallen. Ach, vielleicht auch schon. Er lehnt sich rein wie Roman Bürki seinen Kopf. Ja. Richtig. Ja, ja. Also das Argument, Niklas, das zieht nicht. Weitere Snaps. Oliver Reck hat mal vom Schiri eine saudumme rote Karte bekommen. Oh ja. Für eine Notbremse, die er nicht gemacht hat. Also wo er einfach nicht beteiligt war. Stimmt. Ja. Dann. Was leider außerhalb der Bundesliga passiert ist, war dieses ich verwarne Ihnen, ich danke Sie. Ja. Und dafür hat er auch dann, glaube ich, die gelb-rote Karte bekommen. Gelb-rote, gutes Stichwort. Ahamada vom VfB. Der vom Platz geflogen ist damals, weil er mit den Fans gefeiert wegen hat. Jubeln, ja. Wegen Jubeln, ja. Also gelb-rot wegen Jubeln. Aber das war auch Meckern und Jubeln oder sowas. Genau, erste war, glaube ich, Meckern und die zweite war zu viel gejubelt mit den Fans am Zaun, glaube ich. Und dann dafür gelb-rot gesehen. Genauso wie Jakunan, der des Platzes verwiesen wurde für Shirt ausziehen, als er schon gelb hatte. Ist auch ziemlich dämlich. Aber der wurde nicht dafür, hat keine rote dafür bekommen, als er damals Hennes verprügelt das hat, oder? Das war er auch nicht. Das war nicht Jakunan. Ja. Das war Uja. Uja, das war Anthony Uja. Ja. Ja, ähnliche Zeit. Muss man sagen. Ja. Ähnliche Zeit, ähnliches Kaliber Stürmer, würde ich sagen, von der Gesamtqualität. Wen würdest du lieber? Ich glaube, ich habe Jakunan trotzdem über. Prime Jakunan nehme ich auch. Ich nehme Prime Jakunan, ja. Ich auch. Das würde ich schon sagen. Ja, also das war schon, ich meine, dumme rote Karten gibt es natürlich, es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt jedes Jahr dumme rote Karten. Ja, genau. Also ich finde zum Beispiel, dass Shirt ausziehen ist wahrscheinlich das Dümmste, weil das kannst du auch einfach lassen. Bei Meckern kann ich noch verstehen, wenn man irgendwie was loswerden will. Aber innerhalb von 3 Minuten zweimal gelb zu sehen wegen Meckern und dann vom Platz zu fliegen, ist schon einigermaßen dämlich. Ja. Dann die erste auch noch nicht mitzubekommen und deshalb sich nicht mal darüber, also sorry, aber das ist... Aber sagt man nicht eigentlich, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht? Das ist also... Ja, hat ihn auch nicht geschützt, oder? Ja, es schützt ja auch nicht. Ja doch, aber im Nachgang hat er keine Sperre bekommen. Ja, aber das ist ja Sache des DFB. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Es zeigt nur, dass es so absurd war, dass selbst der DFB gesagt hat, ey, nee, komm. Wer ist aktuell der Spieler mit den meisten, der so für dumme rote Karten in Frage kommt in der Bundesliga? Also, ich habe einen total krassen Einfluss von letzter Woche. Ja. Mit Stanley Soki, ne? Also... Also, Kevin Volland auch schon mit einer ordentlich dummen diese Saison, aber nicht die zweite jetzt, sondern die erste. Wenn man das Gesamtbild sieht und vielleicht auch noch die Champions League mit dazu nimmt, vielleicht über Mikano, einfach nicht für dumm in der Situation, sondern einfach, es sieht halt extrem dumm aus, wenn du 6-mal die Woche gelb-rot kassierst, aber hey. Und sein Timing ist immer schlecht, ne? Er macht es immer in großen Spielen, also gerade dann, wenn es nicht passieren sollte, dann holt er sich die roten Karten ab. Aber hat er dir die Ibisevic-Szene vor Augen? Nein. Ja, doch, als du sie erzählt hast. Nein, aber, also im Vorfeld? Nee, im Vorfeld hatte ich hatte sie auch dann vor Augen. Ich konnte mich dann erinnern, aber ich habe gestern null drüber nachgedacht. Weil das ist einfach, wie ich finde. Wie ist das so verloren gegangen? Die haben gespielt gegen den BVB, haben zweimal geführt, glaube ich, Hertha zu Hause, haben dann 3-2 verloren durch ein Tor, ganz, ganz spätes Tor von Marco Reus. Und Ibisevic kam nur rein in dem Spiel, war generell, glaube ich, schon ein bisschen geladen, ein bisschen gefrustet. Und es ist so gewesen, Dortmunder Bank hat einen zweiten Ball aufs Spielfeld geworfen, um Zeit zu schinden, mit dem Roman Bürki dann, im Wissen darum, dass es der zweite Ball war, den Freistoß ausführen wollte. Und dann hat Ibisevic den Ball genommen und so rübergeworfen Richtung Bürki. Aber halt, wenn Bürki einfach stehen bleibt und sich nicht bewegt, fliegt der Ball einfach an Bürki vorbei. Aber es ist dadurch, dass er sich runterbeugt zum Ball, der vor ihm liegt. Und das macht er auch wirklich. Ne? Aber wie dumm ist es dann? Unnötig. Aber wie dumm ist es wirklich? Er wirft, aber der Wurf, wenn ich mich richtig entsinne, der Wurf ist schon auch mit einer gewissen Schärfe drin. Also er könnte ihn einfach zukicken und nichts passiert. Der Wurf ist mit Schärfe, der geht auch in die ungefähre Richtung von Roman Bürki. Aber es war niemals, glaube ich, die Absicht von Ibisevic, die Fresse zu treffen. Eben. Und
Wie dumm ist es also? Es ist dumm im Sinne von, dass die Verkettung der Umstände, die passieren mussten, so blöd ist, dass er der zweite Ball ausfällt. Er wirft den Ball, Birki muss sich genau in dem richtigen Moment runterbeugen, um den Ball in die Fresse zu kriegen. Wir wissen alle, es war nicht die Absicht, aber der Schiedsrichter hat sich genau gesehen, sieht nur, aha, im Gesicht getroffen vom Ball. Tätlichkeit. Er fliegt vom Platz und weil Ibisevic als Wiederholungstäter galt, hat er trotzdem noch dafür eine 3-Spiele-Sperre bekommen. Also wirklich, Paldada hat gesagt, wenn er das Absicht gemacht hat, dann kann er auch Handballprofi werden. Ja, natürlich war Paldada härter Coach zu der Zeit, das ist ja, wer auch sonst. Es läuft, nenn ein Event der letzten 20 Jahre und im Zweifel war Paldada härter Coach. Es läuft ja ein bisschen darauf hinaus, dass wir jetzt einfach jeder unsere eigene Auslegung des Wort dumm hier anwenden. Ja. Das, danach sieht es so ein bisschen aus. Aber ich finde schon, dass man das als dumm bezeichnen kann. Nicht im Sinne von, wie dumm ist wieder Ibisevic, sondern einfach, oh, dumm, wie das gelaufen ist. Dumm gelaufen ist, glaube ich, eher die Art und Weise, wie ich das einfangen würde. Ähnlich wie den Schuss. Also hätten, aber es ist ja auch so ein Phänomen. Torhüter sollen ja zum Beispiel nicht eine Flasche in die Ecke stellen von ihrem Tor, weil das quasi so ein, wie so ein visueller Trigger für den Schützen ist, dass er etwas hat, auf das er zielen kann und dass die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er trifft. Das ist so ein Ammenmärchen rund ums Torwartspiel, dass du halt nicht in deine Ecke eine rote Flasche stellst zum Beispiel, weil du dann dem Schützen einen Fixpunkt gibst, auf den er zielen kann. Ich hätte gedacht, dass man das Tor visuell kleiner wird und dass der Schütze deshalb vielleicht dazu tendiert, mehr ins Zentrum zu gehen. Und ich kann nur bestätigen, der Kopf meiner Mutter wurde quasi magisch, also der Ball. Mit Sonnenbrille auch, oder? Genau, mit Sonnenbrille. Ja, ich kenne die Geschichte. Genau, die Sonnenbrille ist auch wie in so einem Comic, ist die so vom Gesicht runtergeflogen. Das war wirklich überragend. Ich würde noch mal eine Lanze brechen für Nils Petersen. Weil, folgendes, es klingt auf dem Papier nicht so spektakulär wie eure Argumente. Niemand hat irgendwas in die Fresse bekommen und niemand hat irgendwen als dumme Sau beleidigt. Aber im wahrsten Sinne des Wortes dumm. Was ist bitte dümmer, als einfach etwas nicht zu checken? Ja, also jetzt mal ganz so, einfach nur, was heißt dumm? Ich bin zu dumm, in dem Moment zu dumm, um etwas zu machen. Der hatte die erste gelbe gar nicht mitbekommen. Nein, Tobias Stieler hat die... Hat er jemals einen anderen Platzverweis bekommen in seinem ganzen Leben? Das wahrscheinlich nicht, ne? Hab ihn eigentlich nicht als Spieler auf dem Schirm, der rote Karten sieht. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht etwas, wofür ich Nils Petersen abgespeichert hätte. Er hat, wenn man Nils Petersen Platzverweise googelt, kommt auch nur diese Geschichte. Mhm. Gute Frage, aber es ist jedenfalls, also Tobias Stieler tippt ihm auf die Schulter und zeigt ihm die rote Karte, aber Nils Petersen hat danach gesagt, er hat es einfach nicht mitbekommen. Das ist so gut, das ist wirklich dumm, ja. Also, ganz das kurz, ist einfach, ganz kurz, das ist Rese jetzt on. Rese on. Rese wohin on? Rese hat verlängert bei Hertha BSC. Achso, ja, ich habe eben auch schon das Video gesehen, wie er so. Ihr hört es hier first, heute wilde Folge. Heute wilde Folge, ja. Ja, ihr hört es hier first, schön, wenn die am Sonntag ausgestrahlt wird. Breaking News. Das war unsere Reaction auf Fabian Rehse. Reagiert auf Fabian Rehses Vertragsverlängerung. Nein, aber was ich sagen wollte ist, es wurde niemand beleidigt. Niemand hat irgendwas in die Fresse bekommen. Es klingt vielleicht nicht so spektakulär, aber im wahrsten Sinne des Wortes dumm. Er checkt nicht, dass er gelb kriegt. Das stimmt. Und 3 Minuten später macht er dann das Gleiche nochmal und fliegt vom Platz. Ich möchte sagen, es ist nicht dumm. Es ist der klügste Platzverweis der Bundesliga-Geschichte. Es ist das genaue Gegenteil. Er hat so getan, hinten raus, als ob er die erste nicht mitbekommen hat. Und das macht nämlich die rote Karte illegal danach. Und nur deswegen wurde zurückgenommen. Wenn wir diese Argumentation verwenden, dann kann ich auch sagen, ich sag jetzt einfach, Erwin hat's gewollt. Komm nächste Woche wieder, wir machen die klügste rote Karte, da kannst du Petersen nochmal mitbringen. Oder? Perfekt. Also, aber tatsächlich, ich lese gerade, hier, damit wurde die gelbe Karte nichts rechtswirksam. Eine solche stille Verwarnung kann keine Grundlage für einen späteren Platzverweis sein. Das heißt also, ich muss immer so tun, als ob ich nicht mitbekommen habe. Sie ist aber trotzdem passiert. Schiri zeigt gelb, whoop. Anmerken. Und es ist tatsächlich in der Bundesliga generell der einzige Feldverweis seiner aktiven Karriere gewesen. Ja. Es gab keinen zweiten. Ja, okay. Ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen. Ich will nur appellieren an die Bedeutung des Wortes dumm. Etwas nicht zu checken ist einfach dumm. Ja. Aber wobei, kann auch einfach tollpatschig sein. Das ist häufig bei mir das Problem. Also, dass ich mal sage, die Frage, inwiefern tollpatschig einfach nur eine Spielart des Wortes dumm ist. Ja, da würde ich mich super hart dagegen wehren und alle anderen Tollpatscher da draußen auch. Das ist schon fast. Ja, dass ihr Tollpatscher euch dagegen wehrt, ist schon. Was ist das? Ja, die dumme Menschen vereinigt. Was ist mit deinem Erwin hier? Menschen vereinigt euch. Nix, Erwin, was soll mit dem sein? Das war die dümmste rote Karte der Bundesliga-Geschichte mit weitem Abstand. Und ich weiß nicht, erwarte aber jetzt, wie in den letzten 4 Wochen, dass ich einen richtigen Case mitbringe und Niklas dagegen stimmt.
Was ist für eine kleine Reverse-Psychology-Game, die du spielst? Das ist das, was ich erwarte. Ich finde, dass er, ich glaube, er hat nicht damit kalkuliert, dass es so weitreichende Konsequenzen für ihn hat mit Blick auf die WM, was es dann irgendwie das Prädikat dumm auf jeden Fall verdient macht. Ich sage nur, es fühlt sich trotzdem in der Art und Weise, Nachfrage, er sagt dasselbe nochmal an, wie das kalkulierte Handeln eines Mannes, der wusste, was er tut. Ich würde sagen, das war aber das deutsche Joker, würde ich fast sagen. Ja, aber das ist ja dann nicht zwangsläufig dumm. Der wollte einfach nur mal seine Grenzen austesten. Das ist ein junger Mann. Dumm, genau. Warum denn so ernst, hat er gesagt. Nicht dumm. Aber nein, also komm. Den Schiri zweimal als dumme Sau zu bezeichnen, wer da ist, nicht sagt, das ist dumm. Ist cool. Ist cool, Leute. Das ist cool. Hashtag Zeichensetzen, wie Hakan Çalhanoğlu sagen würde. So, jetzt ran an die Abstimmung. Guck mal, ich lese euch jetzt mal vor, was er. Jetzt hat der Erwin endlich einen Unparteiischen gefunden, der sich nicht scheut, ihn vom Platz zu stellen. Das habe ich Wochen vorausgesagt. So. Ich stimme natürlich als Erster ab, als derjenige seinen Case als letztes vorstellen dürfte. Also ich warte hier noch ab, bis Mia fertig geschrieben hat und dann reveale ich, the big reveal. Moment. Du musst die Namen nicht ausschreiben. Ja. Du schreibst einen Brief da drauf. Ja. Okay. Ich schreibe gern Briefe. Ich lege los und ich möchte sagen, die rote Karte wurde revidiert im Nachhinein. Ja, aber es war trotzdem deshalb, eine. Aber dann ja nicht mehr. Eine. Die existiert nicht mehr. Das stimmt nicht. Sie wurde gezeigt. Aber nee, zurückgenommen. Nee, nein, Nico. Das ist meine Stimme. Genau, weder Ibiza. Willkommen bei Wahlkampf. Ich gerate hier in die Mitte von dem, was sich aufgestaut hat bei Nein, was sich aufgestaut hat, das hat sich seit 3 Jahren aufgestaut. Da ist jetzt, das ist alles verloren. Also der größte Pressure Point, der lag sie auch schon hinter uns. Sie wurde gezeigt. Sie war in dem Moment extrem dumm. Ich muss ja für mich irgendeine Begründung finden und ich fand jemand was am Kopf werfen, fand ich noch ein bisschen dümmer. Damit stimme ich ab. Ich bin dran mit meiner Stimme. Ich habe analog abgestimmt und ich muss betonen, das ist nicht das Produkt seines Versuchs, in meinen Kopf zu kommen. Ich hätte mich auch sonst dafür entschieden. Ich habe mich entschieden für die blöde Sau. Erwin Kremers kriegt meine Stimme. Du hast jetzt das Schicksal in der Hand. Stimmt, hier. Ich bin das Zünglein an der Waage. Oder an der Wade, wie Nico immer gesagt hat. Sag ich immer. Sag ich wirklich immer. Ich würde mich nochmal auf mein Demokratieverständnis berufen und einfach nicht sagen, wie ich abstimme. Ja, das finde ich auch okay. Das hier ist eine anonyme Abstimmung. Nein, natürlich nicht. Ich habe ja gegen euch beide argumentiert, gegen den Case, für den ich tatsächlich abstimme, fast noch viel mehr, aber das war natürlich nur weil man es machen muss. Ich finde schon, dass ich stimme auch für Erwin, du dumme Sau, habe ich drunter geschrieben. Ich finde schon, dass das einigermaßen. Ich kann Wahlkampf noch gewinnen, 2024. Du kannst noch gewinnen, es ist gut dafür. Ich kann auch damit leben, dass du es gewonnen hast. Ich danke euch. Es war wichtig für mich. Obwohl ich dein Petersen-Argument für. Der hat ja keine rote Karte gesehen. Für weggenommen. Doch, aber ist das dann überhaupt. Er hat sie gesehen. Jetzt ist ja die Frage, die in der Statistik, jetzt müssen wir nochmal reingehen, gleich off-Kamera, ob das überhaupt dann die rote Karte war, die da aufgezählt wird. Weil, wenn die danach revidiert wurde, ist ja nicht mehr in der Statistik zumindest. Er hat sie gesehen, du hast vollkommen recht. Er hat sie gesehen. Sie wurde ausgesprochen. Wir checken das später. Ich bin der Meinung, das bleibt das Kalkül eines hochintelligenten Mannes, der die Welt brennen sehen wollte und dem Sinne nicht dumm. Aber Erwin Nico Kremers. Heimer, meinst du? Ja. Erwin Kremers steht für die dümmste rote Karte der Bundesliga-Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für mir, fürs Vorbeischauen. Ich danke euch. Macht's gut. Ciao. Ciao.